die Sirene abgeheult und man musste in den Keller. Im zweiten Stock war eine Familie mit Großmutter, Mutter und Kind. Das Kind war vielleicht ein halbes Jahr alt und zwei Damen oben im Ober, jetzt im Dachgeschoss. Und wir sind alle in den Keller und dann hat man das Heulen von der Bombe gehört. Wir waren ja außerhalb, also direkt uns ist nichts passiert, aber man hat das Heulen und das Detonieren gehört. Und die beiden alten Damen haben dann gejammert, fürchterlich. Und die Mutter hat sich schützend über die Wiege von ihrem Kind gelegt, damit ihm nichts passiert. Und dann hat meine Mutter angefangen zu beten. Und dann ist Ruhe eingekehrt. Und es war kein Mann bei uns mehr, waren nur Frauen im Keller. Und nachdem der Angriff, wo man gehört hat, dass keine Bombe mehr fiel, ist meine Mutter dann raus und wollte nachgucken auf dem Speicher, ob keine Brandbombe da sind. Und ich habe fürchterlich geweint und wollte sie nicht weggehen lassen, weil ich gedacht habe, es passiert ja was. Mein Vater war damals auf dem Flugplatz stationiert und mein Bruder war schon vermisst. Der wurde eingezogen und war damals im Angriff schon vermisst. Sie waren 13 Jahre alt, als dieser Angriff Ja. erfolgte. Das war auch das erste Mal, dass Sie so ein Kampfgeschehen Ja, mitbekommen haben. ja. Was hat das für einen Eindruck auf Sie gemacht? Es war furchtbar, es war ganz schrecklich, wie wir dann alle aus dem Keller sind, kamen die ersten Flüchtlinge aus der Stadt. Die ganze Straße voll Menschen, der eine mit dem Beutel, der andere mit dem Koffer, der andere mit dem Leiterwagen. Es war fürchterlich. Und dann haben wir einen kranken Soldat, haben sie uns aufs Sofa gelegt, der hat eine Quetschung gehabt am Schenkel und lief kein Wasser mehr, war alles kaputt, aber man musste eine Badewanne voll Wasser bereithalten, das war Pflicht. Und da hat meine Mutter den Umschlag gemacht und das war, und dann hat es geheißen, es kommt ein neuer Angriff. Und dann hat meine Mutter mich genommen, dann sind wir ein Stück weit den Berg hoch aufs Hebsagut und habe also die Nacht abgewartet und am nächsten Morgen sind wir dann wieder runter in die Wohnung. Und dann hat meine Mutter beschlossen und eine Nachbarin, dass ich mit dem Bub aus der Nachbarschaft, der genauso alt ist, mit dem Fahrrad an den Kaiserstuhl fahren solle. Und das haben wir dann gemacht. Wenn Sie noch beschreiben würden, wie Freiburg aussah nach diesem Bombardement, was haben Sie gesehen auf Ihrem Weg durch die Stadt? Also wir sind ja in Richtung Flugplatz und da waren die ganze Straße voll mit Trümmer, Balken und Splitter und rechts und links standen Tafeln mit Blindgängern und wir haben also gar nicht getraut, vom Rad runter zu gehen, nur raus aus der Stadt. Man hat immer noch detonieren gehört und man hat noch Rauch gesehen, man hat gewusst, die Stadt brennt noch und dann sind wir über die Balke gefahren und dann ist mir von der Pumpe der Schwengel ins Fahrrad rein und dann kam ein Soldat, dann haben wir gefragt, ob er uns helfen könnte. Ja, er hat keine Zeit. Und dann haben wir gesagt, ja, nur das rausziehen, ja, das kann er. Und das hat er gemacht und dann konnte man weiterfahren. Und von da an habe ich fürchterliche Angst gehabt. Ich war dann in Burgheim. Und wenn ich ein Flugzeug gehört habe, bin ich in den Keller. Das war ein Weinkeller mit ganz dicke Eichentüre. Und da war ich dann, erstens habe ich die Türschier nicht aufgebracht. Und habe gedacht, ich kriege sie von unten schon mal gar nicht wieder auf. Und da war ich mutterseelenallein, da habe ich wieder Angst gehabt. Und die anderen, die haben den Angriff nicht erlebt, die sind nicht mit in den Keller. Ich war allein da unten. Und dann hat mein Onkel uns zusammengepackt und dann hat er uns ins Schwäbische gefahren, wie die Front noch näher kam, mit dem Auto. Da hat ein Auto damals schon gehabt, musste es aber abgeben, weil er also ja, für einen landwirtschaftlichen Betrieb war ein Personenauto natürlich nicht lebensnotwendig. Und der hat es dann seinem
Ja, ein weitläufiger Verwandter, der hat eine Tapetefabrik in Breisach gehabt. Der durfte das Auto halten. Und bei dem hat er es wieder geborgt und mit dem hat er uns ins Schwäbische gefahren. Und da waren wir dann auch am Ende vom Krieg. Dann aber, war das schon 45, wo ja, also Sie dorthin nee, fuhren? Das war noch vor Weihnachten. Ich kann mich noch erinnern, dass ich mir zu Weihnachten einen Christbaum gehabt habe, einen kleinen, und habe diese Silberstreifen, die die Flieger abgeworfen haben, die haben wir zerschnitten als Lametta. Und die haben wir an den Baum gemacht und Äpfel und Nüsse. Das weiß ich noch, war Weihnachten.